Klatsch, klatsch, klatsch. Ja, danke, dass mein... Er fand den Tod, was ich ihm gegeben habe, so gut, dass er gleich klatschen musste. Gute Arbeit. Sehr gut. Okay. Achso, den muss ich nach oben. Also kann ich ihn einfach wegschmeißen. Och nö! Nein! Ich hasse ATSTs. Ich hasse ATSTs. Ein Zweig. Wo kommt der denn her? Oder lebst du? Also bist du ein Mutant? Ein mutierter Baum? So, jetzt legen wir mal hin. Ups. Nicht herholen. Entlegen wollte ich's. Was soll's. So, das heben wir hoch und dann macht. Wer war das? Wer hat da gerade geschrien? Ach nö. Hilf mir allein. Ich wurde getroffen. Schön für dich. Ach, wieder ein Aufstieg. Zap. Hallo. Du da, Mr. Langsamer. Wow. Und zurück. Ninja-Angriff. Hoch. Hoch. In your face. Oh nein. Ah, verstehe, wenn der Strahl rot wird, greift er an. Okay. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Mann, wie fies. Jetzt ist aber gut hier. Also im Film wäre er schon längst tot. Steh auf. Also wenn es ein Film wäre, der stirbt mir ja bei Emily zu Schwert. Treffer. Sprengstoff ist da auch noch platziert, das ist ja wunderbar. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte den eigentlich nur nehmen. Aber das geht eigentlich auch. Nicht wahr? Du machst wohl gar nichts hier, oder? Du stehst ja einfach nur so rum und schaust mir zu, okay. Ich drück mal einen Tee. Warte. Oh, der Tee ist mir gut. Sagt ein Kollege, er soll mich nicht beim Tee trinken stören. Sag es! Aufräumtruppe, okay. Die haben wohl den Tee aufgeräumt, den ich da platziert habe. Nicht wahr? Oh, ah. Edge Badge daneben. Scheiße. Wow. Don't shooting me. He hit me. Was ist das für ein Ding? Unbegrenzte. Nein! Jetzt weiß ich, wie Darth Vader wurde. Der hat das Spiel, er ist in dem Spiel dauernd draufgegangen. Das erklärt es, warum er dauernd macht, weil er das nicht verdauen kann, dass er ständig abkackt. So wie ich jetzt. Okay, okay. Machen wir den Scheiß wieder, weil irgendein Wichser mich in die Klippe gestoßen hat oder ins Wasser oder was auch immer das für eine Scheiße war. So. Ich würde mal sagen, schalten zuerst die Feinde alle aus. Bevor wir die Generatoren öffnen. Zerstören meine ich. Wer hat da sein Geschütz liegen lassen? Da sollte wohl die Aufräumtruppe das ganze Zeug aufräumen. Boah, das ist echt fies, dass die da hier am Rand platziert sind, diese Aurasphären oder was auch immer. Hallo Mr. Sniper. Ein heißer Tag heute, was? Wow. Die Aufräumtruppen lasse ich erst einmal. Ich gehe jetzt nur auf den kleinen Scheiß los. Ui, bist du cool. Ui, bist du cool. Willst du ein Autogramm? Hier bitte. Warte. Kommt der jetzt her? Na, Mr. Shooting Boy. Mr. Gay Fido. Ninja-Attacke. Das riecht mir für einen Scheiß.
Wahrscheinlich, weil ich die Lenz in länger Zeit keine Let's Plays mehr aufgenommen habe. Ich mache das jetzt momentan alle 3 Tage nur ein Part. Oder so halt, so paar, mehrere Parts hintereinander und schneiden dann alle zu, ne? Ich hab den gerade weggeschmissen. Das Spiel ist ja eine Enttäuschung, was angeht, Feinde zu killen. Also, was ich damit sagen will, immer wenn ich kurz vor bin, einen Feind zu killen, dann kommt ein anderer Feind und der killt, ne? Der greift mich an, etc. Schlägt mich irgendwo weg. Das ist wie Team Fortress, wenn ich Sniper spiele. Da will ich einen Headshot geben, gell? Und dann, zack, kommt ein Spy von hinten und killt mich. So ist es hier auch. Fast. Aber nur fast. Ansonsten ist das Spiel ziemlich gut. Okay. Haben wir jetzt alle bis auf die, wobei die kann ich irgendwie hier ausschalten. Ui, denkst du bist cool, oder? Jetzt warten wir erst einmal. Ich setze mich hin. Kann man sich irgendwo hinflaggen? Geht seine Ducken fast. Wow. Okay, ich muss mir merken, wenn er seine Arme zusammentut, dann will er schießen. Okay. Ja, klatsch, klatsch, klatsch. Danke, danke. Geben wir diesen Generator nicht, sondern greifen den erst einmal an. So, warten wir 3 Sekunden. 1, 2, 3, der macht eh nichts. Boah! Boah! Na los! Boah! Boah, der hat ein automatisches Geschütz. So, bist du jetzt tot? Ja, bist du gut. Sehr schön. Dann heben wir mal diese Teile und destroyen es. Nur noch ein paar Master. Ach, es ist die Macht weg. Ach, scheiße. Ich hab das noch alles angewohnt, dass ich immer was, wenn ich's habe, dass ich das sofort weg schieße. Oh, da haben wir einen übersehen. Ja, stimmt, wir haben es ja nur ganz grob gemacht. Okay, wo ist denn der? Ich könnte ihn eigentlich auch ignorieren. Nee, mach ich nicht. Ich ignoriere doch keine Feinde. Hä? Okay. Wenn man da aufgespießt wird, ist es ziemlich fies. Wie heißt der Osig? Achso, das ist ein Boss, okay. Wer hat da sein Geschütz hingestellt? Kann ich das verwenden? Moment. Ups. Ich hab's kaputt gemacht. Wer hat das Geschütz kaputt gemacht? Das war ich! Es tut mir leid, es war ein... Quatsch. Moment, wie ging das? Ach ja. Wer hat das Geschütz kaputt gemacht? Es war ein Unfall! Du warst ein Unfall! Leave me alone. Stunts in der Luft. voll witzig, ne? Er findet es wahrscheinlich nicht so witzig. Ich wollte mit einem Laserschwert killen und jetzt habe ich ihn mit einem Blitz gekillt. Hallo. Das ist armenisch und heißt Hallo, was der geschrien hat. Kennst du das South Park vorher, da wo der Cartman den Hitler spielt, also so nachmacht, wer muss denn die ausrotten, ne, also, ich will jetzt nicht detailliert darüber reden, weil das sonst, ne, und so. Oh Gott, wie schalte ich den jetzt aus? Erstmal schalte ich diesen Spasten aus. Nein, nicht du, sondern, wobei, der hat ziemlich viel Leben verloren. Wow, jetzt nehme ich mir erstmal diesen letzten Zapfen. Okay, alle destroyed. Was passiert jetzt? Hallo? Entschuldigung, ich suche den Weg zum, keine Ahnung. Das ist dein Ende. Hallo? Ach, da oben schießt ist noch einer. Den haben wir wahrscheinlich übersehen. Fragt sich nur warum. Hier, betrachte mal den Turm oder was auch immer es ist. Da ist auch noch einer. War einer. Daneben. Versuch's nochmal. Getroffen. Scheiße. Wow. Der hat ein Geschütz auch noch. Oh mein Gott. Eine Multifunktionsmaschine.
Jetzt! Leertaste. Scheiße, zu langsam. Ich wusste, dass es später schnell gehen wird. Ja, Quatsch. Okay, das ist jetzt ein schneller Combo, also Ding, was man da machen muss. Okay. Captain Ossic Storm ist tot. Ach, das war schon. Okay. Okay. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Esst auf, Senator. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst mich. Mein neues Haustier ist sehr hungrig. Heißt das, ich muss wieder gegen diese, ne, kämpfen, diese Kombo-Viecher da, die mit diesen Schamanen und so. Nein. Nein. Ich will nicht. Das kann ätzend werden. Wahrscheinlich wird's auch. Oh nein. Das kann ich auch. Kämpfe dich durch das imperiale Basislager. Müssen wir jetzt jeden Planeten bekämpfen, den wir vorher erobert haben, oder was? Was ist denn das für eine Spaßbremse jetzt? Ach nö! Lass mich in Ruhe, ich will nicht, lass mich einfach in Ruhe. Ich will es einfach nur fertig machen. Scheiß auf die Landschaft, scheiß drauf, scheiß auf alles, ne? Wobei, doch, ich mach doch, ne? Glaubst du, ich hab dich nicht? Glaubst du, ich kenne euch Viecher noch, ne? War es dunkler diesmal? Achso, wahrscheinlich, weil, ne, weil sie jetzt imperial kontrolliert sind, jetzt. So, mach mal in Gruppen kitzeln. Zack und bam. Och, ein Geschützschmiede. Wer lässt denn da über seine Geschütze stehen? Hast du das? Ich schell dir gleich eine. Ich bin nicht Darth Vader. Ich bin sein Diener. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass du den verraten will. Ah, wobei, ich glaube, die Story geht so weiter. Nur eine Vermutung. Der spielt jetzt eine Weile für die, gegen das Imperium und dann geht er wieder zu Vader und Vader zwingt ihn jetzt, den Kota und so zu töten. Und dann darf man sich entscheiden, ob man als Jedi weiter spielen will oder ist es so, glaube ich, jetzt geht's weiter. Ja. Wie kommt man da jetzt hoch? Ah, okay. Macht Talentsphäre. Hey du! Wo ist your Daddy?